Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate. Und ja, hört auf, immer da reinzureden. Ja, wir sind bei der Brücke vor Baldur's Tor, vor Baldur's Gate, haben aber noch einen kleinen Nebenauftrag. Die Priesterin, die ich töten sollte, ist gerade mal 12 Jahre alt. Okay, das habe ich auch. Erfahre ich auch gerade zum ersten Mal. Ich hätte das mal damals vielleicht ein paar Mal lesen sollen. Sie sagt, die Fischer, die mich angehört haben, hätten ihre Mutter getötet. Ich werde die Fischer in ihrem Namen zur Rede stellen. Jo, und bei Tag 101 rum, was auch eine Weile dauern dürfte, kriegen wir eine zweite schicke Anke-Rüstung. So, wir reisen jetzt aber erstmal hier hin. Nichts leichter als das. Wir werden natürlich gleich wieder vor dem Ankeck angepöbelt. Und die Moin hat keine Pfeile mehr. Köcher. So. Du bist ja, ich hab genug davon. Ein bisschen Gold. Gut. Ist ja nicht so, als ob wir nicht so schon zu viel Gold hätten. Und dann folgen wir der Straße erstmal gen Süden. Raus aus dem Ankeck-Gebiet darüber. Ich hoffe mal, uns greifen nicht wieder Ankecks an. Sind nämlich auf die Dauer ein bisschen lästig, auch wenn sie gute Erfahrungspunkte kriegen und wir noch 20.500 brauchen. Bis Talisa endlich Klerikerstufe 7 erreicht hat und damit endlich ihre Mehrklassigkeit oder wie man es auch immer nennen möchte, freigeschalten hat. Ihre Multiclass. Ihre Klassenkombination, genau. Zweiklassig ist sie. Und sie ist mehrklassig. Ah ja. Jetzt kennen wir schon mal den Unterschied. Blödes Klassensystem. Kleiner Wortwitz am Rande. So, jetzt müssen wir uns mal um ein paar Fischer kümmern, auch wenn die Göttin Amberly nicht gerade die freundlichste Göttin ist. Das war, glaube ich, die richtige. Genau, Amberly. Habe ich doch noch richtig gewusst. Also auf erstmal ein paar Fischer verprügeln. Verprügeln klingt vielleicht etwas grob. Wir ziehen sie jetzt einfach zur Rechenschaft. Hey Ajantis, willst du uns helfen, ein paar Fischer zur Rechenschaft zu ziehen? Nein, du stehst einfach nur darum. So, da sind die. Ach, ein Räuber. Stimmt, in diesem Gebiet kann es nachts zu Räuberangriffen kommen. Und dem Moment schießt mit ihren teuren Feuerpfeilen daneben. So, sammeln wir die Räuber-Skalpe ein. Was auch ein bisschen makaber ist, den Räubern die Haare abzureißen. Oder was steht in der Beschreibung? Das ist das Skype eines Banditen. Es gibt Menschen, die Geld dafür bezahlen werden. Und ja, das sieht rausgerissen aus. Au! Deswegen klebt da auch noch Blut dran. Was wollt ihr? Das ist sehr makaber, wenn man so drüber nachdenkt. So,
Jebedos, sag mal. Ihr schon wieder? Habt ihr es getan? Habt ihr sie getötet? Die Priesterin hatte viel über eure Gruppe zu erzählen. Sie ist mächtiger, als ihr gesagt hattet. Doch wenn ihr unseren Handel etwas versüßt, das wird Talisa bestimmt nicht sagen. Ich habe hier mit nichts mehr zu tun. Ich traue keinem mehr von euch. Nein, wir haben sie noch nicht getötet. Also einem 12-jährigen Mädchen traue Talisa wohl eher als 3 raubbeinigen Fischern. Die Priesterin hatte viel über die Gruppe zu erzählen. Sie weiß, dass wir euch geschickt haben. Verdammt, dafür wird sie uns alle töten. Schweig still, Thälmann. Ich habe euch vor ihrer Heimtücke gewahrt. Ihr seid auf ihre Lügen hereingefallen, nicht wahr? Was hat sie euch erzählt? Dass wir eine Schale gestohlen haben oder sowas ähnliches? Und selbst wenn, wäre das eine Rechtfertigung, uns deswegen zu töten? Wohl kaum. Wie ich vorhin sagte, sind wir arme Fischersleute. Aber wir könnten nochmal 100 Goldmünzen drauflegen. Wollt ihr eure Entscheidung vielleicht nochmal überdenken? Nach nochmaliger reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, euer Angebot anzunehmen. Nein, dafür würde Talisa mich hauen. Das Kind hat erzählt, dass ihr ihre Mutter getötet und viel zu viel aus dem Meer genommen habt. Ich lasse mich nicht gerne benutzen, sondern es macht mich wütend. Ja, das tut es wirklich. Das wär's dann, das Spiel ist aus, stimmt's? Die Priesterin der königlichen Schlampe kassiert seit Jahren unseren Tribut. Sie hat immer höhere Preise verlangt, wir mussten blechen, weil uns nichts anderes übrig blieb. Man muss aber die friedlich stimmen, sonst kann man nicht segeln. Der Talos-Priester in Baldur's Tor sagte, okay, wir müssen auf jeden Fall uns mal noch an einen Talos-Priester in Baldur's Tor wenden, wenn der hier einfach Fischer auf Priesterin hetzt, beziehungsweise dafür sorgt, dass Kinder ohne ihre Mütter dastehen. Nur so viel sei gesagt, wir haben eine andere Möglichkeit gefunden, um Sicherheit auf sie zu verschaffen. Dabei haben wir auch an euch gedacht, denn wir wollten uns zu gern ein wenig bei revanchieren. Wir sind nur alle kleine Bauern aus dem großen Schachbrett der Götter. Auf dem großen Schachbrett der Götter. Pass auf, wo ihr in Zukunft hintretet, sonst lande ich dir noch in einem gewaltigen Fettnäpfchen. Ich bin fertig mit allem. Nein, das hatten wir schon. Gib mir das Gold. Ich werde den Auftrag erledigen. Gib mir die Schale, Sonne. Ein zweites Mal werde ich nicht so freundlich fragen. Nein, ich habe wohl keine andere Wahl. Ich hatte es die ganze Zeit bei mir. Wir hielten es für das Sicherste. Nehmt es doch. Wisst, dass der Gott der Stimme weiß, wer sich ihm entgegenstellt. Ihr habt bekommen, was ihr wolltet. Verlasst mein Haus. Ich an eurer Stelle würde zusehen, dass ich keinem Talschrei zu nahe trete. Sie sind ziemlich rachsüchtig, diese Götter. Oh, die Jungs werden aggressiv. Oh, sie laufen weg. Das war jetzt vielleicht nicht so nett, aber sie sahen so aus, als ob sie mich angreifen wollten. Jedenfalls haben sie ihre Waffe gezückt. Ein Flegel. Sag bloß, das wäre die Waffe gewesen, die man uns gegeben hätte. Mit der hätten wir doch gar nichts anfangen können. Oh, Dynaries Inventar ist immer noch voll. Ja, das ist ein stinknormaler Flegel plus 1, den können wir verkaufen. So, das kriegt mal Khalid. Schale der Herrschaft über Wasserinventare. Diese magische Schale verfügt über große Kräfte, die sie auf ihren Besitzer überträgt. Diese erlangt die Macht, in bestimmten Umfang magische Wesen zu kontrollieren, die als Wasserelementare bezeichnet werden. Wie bei Elementarkräften kann diese Macht Gutes oder Böses bewirken, Ordnung oder Chaos. Man sollte daher beim Umgang mit diesem Wesen vorsichtig sein. Ich kann sie auf jeden Fall schon mal nicht benutzen. Was wollt ihr? Spezialfähigkeit habe ich auch nicht. Oder irgendwelche Zauberneue. Ja. Nein, also kann ich sie einfach nur abliefern. Gut, was steht im Tagebuch? Die Priesterin, die mich töten wollte, ja, das hatten wir schon. Die Fischer stehen unter der Gunst des Gottes Talos. Dies verleiht
Athenias Geschichte zusätzliches Gewicht, da Talos ein Gott der zeitlosen Zerstörung ist. In dieser Sache hat das Kind eindeutig Vorrang. Ja, so würde Talisa definitiv reden. Ich habe die Schale, nach der die Königin gesucht hat, geborgen, was mir bei den Anhängern von Talos keine Gunst einbringt. Es wird aber auf jeden Fall die Freude wert sein, die das arme Kind haben wird. Was wollt ihr? Okay. Nichts leichter als das. Gucken wir mal, ob die Fischer noch irgendwas versteckt halten hier, bevor wir wieder gehen. Gut. Weil die brauchen es ja jetzt nicht mehr. Ja, das war die Schleuder. Die haben wir da ja liegen lassen, weil wir sie nicht brauchen. Ja, das Gold werden die Fischer auch nicht mehr so nötig haben. Nichts leichter als das. So, und das ist, glaube ich, auch noch eine von ihren Hütten. Und dann können wir gleich über den Ostrand das Gebiet verlassen. Gut. Ein bisschen Schmuck. Gold. Und wir müssen nach einem Talos-Priester in Baldur's Gate Ausschau halten. Auf jeden Fall. So, damit wäre das Gebiet hier auch erledigt. Wir können zurück. Gut. Was? Heilungen haben wir nicht zufällig mehr, oder? Nein. Ja? Nur solche Heilungen. Das Mal geht nichts leichter als das. So, damit wir ein bisschen besser dastehen. Und nicht leicht blutende Wunden haben, sondern nur Schnittwunden und Blessuren. Das hat irgendwie jeder von meiner Gruppe. Wir müssen in Baldur's Gate auf jeden Fall mal nach einem Wirtshaus suchen, so viel ist klar. So, aber erst einmal gehen wir zu der Ambali-Priesterin. Beziehungsweise zu dem kleinen Kind. Amberly wacht über mich. Ihr kehrt zurück. Ich hoffe, ihr bringt gute Nachrichten. Sie sind alle tot und werden euch keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Sind eure Rachegelüste damit befriedigt? Das wäre so eine herablassende Aussage. Hier ist eine Schale, die deiner Mutter entwendet wurde. Vielleicht kommt sie jetzt zur Ruhe. Ich bin zurückgekehrt, um zu beenden, was ich begonnen habe. Hier ist deine Schale. Amberly ist jetzt eure Mutter und hochzufrieden. Nein! Talisa betet Hellmann. Punkt, fertig. Zu gegebener Zeit wird sie mit Sonners Schar abrechnen. Und nach ihrem Scheitern wird Talos ihnen mit Sicherheit nicht länger beistehen. Wenn sie klug sind und ihnen ihr nichtswürdiges Leben lieb ist, werden sie es unterlassen, je wieder in See zu stechen. Ich habe nichts, was euch zur Belohnung geben könnte, doch die Königin der Meere vergisst niemals einen erwiesenen Dienst. Ihr werdet euren Lohn erhalten, wenn die Zeit dafür reif ist. Wir haben auf jeden Fall viel Erfahrung bekommen. Jo. Mir wurde eine Belohnung versprochen für mein Mitwirken bei der Beziehung der Fischer, die Talos verehren. Seltsamerweise habe ich jedoch nicht das Gefühl, einem Kind geholfen zu haben, sondern eher die Schachfigur einer Rachegöttin zu sein. Mit einer Gottheit ist nicht zu spaßen, sie zahlt es einem doppelt heim. Ja. Und weg ist sie, also können wir uns mal in ihrem Haus umsehen. Nichts leichter als das. Da ist nichts Wertvolles, da ist auch nichts Wertvolles. Und in ihrem Badezimmer, in der Badewanne höchstens. Nichts leichter als das. Aber ich glaube, da ist auch nichts Wertvolles. So, gucken wir mal kurz. Wir müssen jetzt... Gehen wir am besten am Flussufer entlang und decken hier noch ein bisschen den Fluss auf.
Während wir uns langsam wieder gen Süden aufmachen, um über die Brücke zu kommen. Und ja, in unseren Rüstungen. Hey, Fische. Schöne Details. Und in unserer Rüstung ist Rüberschwimmen, glaube ich, eine blöde Idee.